Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir haben in der letzten Folge da oben ein neues Projekt gestartet. Beziehungsweise nicht unbedingt ein richtiges neues Projekt, sondern das alte erweitert. Und bin wieder auf dem falschen Link. Warum gehe ich immer zu dem linken? Ja, und das alte Projekt quasi erweitert jetzt. Wir sind mit dem Fundament ja fertig geworden. Weil, ja, sagen wir mal so, mit den Thrombosen Jonas, Muschi Klaus und dem anderen da, dessen Namen ich vergessen habe, wie Gronkh, Tobi und so weiter, den immer genannt hatten. Ja, da die Begegnung, hat schon ein bisschen Angst gemacht. Sagen wir mal so. Und wollte auch auf jeden Fall diese Festung hier dann weitermachen, definitiv. So. Kann ich euch auch gleich zeigen, wie weit wir hier nochmal sind. So, machen wir auch nochmal Licht an. So, die Treppe ist auch da hinten und die sieht auch bombastisch aus. Hier. Ja, ist eine wunderschöne Treppe. Ist perfekt gelungen, vor allem auch, weil wir den hier, das Loch hier ein bisschen erweitern mussten. Echt doof. Und ja, vor allem auch müssen wir hier auch schauen, wie wir. Wo waren das mit frei bauen? Er müsste hier sein. Eigene Wand. Ja, so richtig. Ah, so. So kann ich jetzt frei bauen, aussuchen, wo ich was haben will. Würde ich sagen, hier. Machen wir, oder warte mal, machen wir eher ohne Wand. Nee. Hallo? So. Und machen wir hier so ein Ende. Dann brauchen wir hier noch eine Tür. Eine Tür. Wo haben wir Tür? Wand mit Tür. Die kommt dann hier genau dran. So. Eine Höhe passt. Und dann brauchen wir wieder freie Wand. So. Dort kommt dann hier hin. Hoppla. Ah, ab hier. Okay. Dann können wir hier den Raum schon mal zumachen. Und so. Dann ist der Raum schon mal fertig. So quasi. Ah, hier könnten wir sogar rein theoretisch Fenster machen. Okay, dann machen wir hier ein Fenster. Ah. Wir schon mal planen ein bisschen, ja. Und hier ein Fenster, oder? So, hier brauchen wir an der Wand kein Fenster. Hier kommen wir dann hauptsächlich rein. So, dann brauchen wir hierfür auch so einen Moment überlegen. Dann wollen wir ab hier den großen Flur machen, beziehungsweise hier geht es dann bis hierhin. So. Ja, lassen wir mal. So. Hier führt es dann in diesen Bereich und hier wird dann große Flur sein. Hier können wir vielleicht sogar noch einen
Aber warte, hier könnte man. Ja, jetzt habe ich das mit der Tür hier. Bisschen blöd gemacht. Warte mal. Den kann ich wegmachen. Den hier weg. Den hier nochmal weg. Können. Ja. So, und können wir die Tür, ja, hier machen. Hier kommt die Tür hin. Dann können wir hier schon mal eine Treppe planen, die noch weiter nach oben führt. Ich habe wieder Hunger. Habe ich irgendwas im Inventar? Essbar, 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 essbar. Ja, dann ganz schnell essen. Das Ding brauchen wir eigentlich hier unten auch nicht mehr. Das hier auch nicht mehr. So, legen wir das hin und das. Kleines und großes Fleisch. Und hoffentlich, solange die noch essbar sind, können wir satt werden. So, geht's langsam was? Ja, der erste ist fertig. Und der zweite. So. Und trinken können wir eben eine Soda. Und Licht können wir wieder ausmachen, weil es wieder hell ist. So, dann können wir hier auch noch mal eine Wand bauen. So, ja. Den machen wir bis hierhin. Dann machen wir den. So. Und dann bis da hinten hindurch. Yep. Dieses Stück brauchen wir nicht. So, und dann machen wir, ich würde sagen, vielleicht hier eine Tür. Kann man hier ein Fenster machen. Hier können wir ein Fenster machen. Hier können wir eins machen. Hier definitiv auch eins. Hier. Und ja, hier ganz knapp so an der Kante. Können wir hier auch eins machen. So. Hier kann dann auch eins hin. Da kann man im offenen, ins offene Meer hier reingucken oder offenen Ozean. Ich weiß ja nicht wirklich, was das ist. Ich gehe von aus, dass es ein Ozean ist. Können wir hier auf jeden Fall. Hier habe ich vor, die Waffen- und Rüstkammer zu bauen. Jeden Fall. Und ja, ein bisschen jetzt auch überfragt, was wir da hier noch alles machen können. Könnte man hier vielleicht. Ja, komm, hier bauen wir mal. Hier. So. Bis hierhin. Und dann darüber. Bisschen. So. Das hier wird dann quasi das. Ja, sagen wir, hier wird das Schlafzimmer kommen. Oder Esszimmer kommen.
Okay, hier geht. Ach, hier habe ich ja schon Fenster. Hier wird Esszimmer. Brauchen wir hier auch noch eine Tür. Das hier will ich weitermachen. Ah. Ah. Okay, das hier kann ich abschließen. Okay, jetzt ist das erstmal ein Fenster. So ist eine Tür. Okay. Das dann das Esszimmer wird, da können wir hier direkt daneben die Küche machen. So. Die beginnt ab hier. Und geht auch nochmal bis hier hin. So, muss ich auch schön gerade haben. So. Und. Ja, okay. Hier geht bis hier. Ja, und so. Haben wir hier die Küche. Hier machen wir Fenster. Hier auch noch eins. Dann machen wir hier eine Tür. Und dann machen wir hier noch zwischen eine Tür. Von Küche zum Esszimmer. Oder besser das hier für die Küche und das Esszimmer. Irgendwie so machen wir das. Dann haben wir hier noch jede Menge Platz auf der Seite. Da ist dann die Frage, was braucht noch so ein Haus? Schlafzimmer auf jeden Fall. Badezimmer. Ja, okay. Hier kann man sich ja draußen am Meer ein bisschen so waschen. So, wir brauchen aber jetzt schon wieder 255 Baumstämme. 255 schon wieder. Ich glaube, so viel Holz besitzt die ganze Insel nicht. Wie viel wir eigentlich brauchen. Rund 350 hatten wir, glaube ich, schon für das Fundament hier gebraucht. Und dann, wenn ich mit der ersten Etage hier schon fertig bin, auch nochmal fast 300, vielleicht sogar 400. Ja. 700 Baumstämme dann wären das schon. Knapp. Also. Ja, okay. Könnte schwierig werden. Aber ich habe vor. Also die Baufolgen werden wir auf jeden Fall der meiste Zeit der zwischen den Folgen machen. Ich würde sagen, hier machen wir das mal hier hin. So, und dann gehen wir bis hier. Und dann ziehen wir das bis zu der Kante da durch. Hier hin. Ja. So. Dann brauchen wir hier noch eine Tür. So. Da brauchen wir nochmal zwei Fenster. Eins und die zwei. So. 285 Holz brauchen wir jetzt. Das wird der große Gang, oder der lange Gang eher gesagt. Gibt es denn noch eigentlich hier so für Baumöglichkeiten? Lager haben wir ja auf jeden Fall. Waffenhalter, kleiner Schrank, Sprengstofflager, großer Schrank, Stocklager, Baumstammlager, Kleinlager, Hasenkäfiggarten. Oh, ein Garten wäre schön. Wassersammler trockengestellt. Blockhütte, ja, kein Block. So was brauchten wir nicht. Bauen, Hüt, einfache Bauten, hier Klettersaal, Signalflagge, Holzziel, Baumharzsammler, freistehende Seilrutsche, Baumseilrutsche, Kran, Tisch, Holzbank, kleines Bett, Stuhl. Feuerstelle, Couch, Beistelltisch, Knochenstuhl, Rehfell, Hasenfell, Schädellampe. Hm.
Weg können wir auf jeden Fall unten hin bauen, würde ich sagen. Ja, komm. Gefällt mir noch gar nicht hier. Dem. Aber egal. Können wir das Steg von hier bis ja, bis hier vorne. Wie, warum ist das rot? Verstehe jetzt nicht, warum es rot ist, aber naja. Jo, wie viele Hämmer da oben sind. Ja, wir sind auch schon wieder bei 307 Baumstämmen. Das wären spannende Folgen. Dann, wenn das hier jetzt. Ja, komm, sagen wir mal, das ist das zweite Lager. Das da ist Waffenkammer und Rüstkammer. Und das ist dann für Fälle und so weiter Lager. So. Dann können wir. Noch Signale braucht man nicht unbedingt hier, oder komm, wir sind mal lustig, wir bauen das dann eher hier. Aua. So, den können wir hier bauen. Steine haben wir schon mal. Nein, scheiße, ich komme nicht durch. So, hoppla. Oh, hier sind noch mal paar Steine. Finde es gut, dass hier schon mal Steine gibt. Können wir das Ding da schon mal fertig bauen auch, rein theoretisch. Steine kann ich nicht noch mehr tragen. Das ist ja doof. So, wo ist das Bauten? Da ist das Bauten. Noch ein Stein. Und eine Schildkröte. Mann. Gut essen. Ich habe schon wieder Hunger. Noch ein Stein. Und machen wir eben. So. Wie viel Fleisch haben wir da noch? Das ist frisch. Was für ein Fleisch habe ich jetzt da drauf gelegt? Bitte jetzt nicht das Gammelige. Bitte habe ich jetzt nicht das Gammelfleisch da reingetan. Das war jetzt bitter. Ah, ich habe Angst. Ja, das Gammelige. Jo, Gammelfleisch. Oh Gott. So. Und wenn wir hier dann. Ja, hier können wir dann, glaube ich, schon mal anfangen. Oder warte mal. Hier machen wir eben noch mal so einen Raum. Oder was gibt es hier noch? Totems. Brauchen wir noch nicht. Völlegefühl, 89, Lizierung, Gesundheit, Energie, Ausdauer, Rüstung, Kälte, Tarnung. Geistige Gesundheit, 98, Stärke, 30,6, Gewicht, 205, Athletik, 31,6. Okay. Momentaner Zustand, gut. Tag überlebt, 23. Das ist schon mal ein gut. So. So. Okay. Fleißbaum. Da wollten wir hin. So, und mit C können wir wechseln. Dann
Machen wir von hier bis einmal bis hierhin. Und dann noch mal bis, wo ist es? An dem hier. Müssen wir uns orientieren. Komm, will ich, hallo, ich will die. Ja, okay, dann machen wir es so. Und dann wird das hier quasi ja, so ein großes Wohnzimmer sein. Das hier wird das Wohnzimmer. Dann machen wir hier, ja, hier machen wir dann die Tür. Hier kommt noch ein Fenster. Hier. Nee. Hier lieber kein Fenster. Aber hier habe ich mir gedacht, kann man hier nochmal ein Fenster machen. Hier eins. Hier eins. Hier eins. Hier nochmal ein. So. Oder wir machen hier einmal drumherum. Und in der Mitte des Raumes machen wir auch nochmal quasi für das Kamin, das man bauen kann. Das Lagerfeuer oder was auch immer das ist. Auch nochmal so eine spezielle Wand. So also eine Art Wohnwand. So, mittig des Raumes. Nein, hoppala. Falsche Taste. Toll, jetzt muss ich so wieder aufmachen. So. Und dann. Ah, sagen wir mal, die tun wir mal von hier. Ja, ich würde das schon gerne eher diesmal so haben. Oh. Egal, dann machen wir das halt. Machen wir das halt so. Dann kann man hier vielleicht. Ah. Okay. Dann von hier an auch hinten rum. So eins, so drei und dann so. Wie macht man das? Dann hat man hier auch so eine kleine Kuhle. Und hier dann auch noch irgendwie ein paar Kleinigkeiten hin tun oder sowas. Auch was Cooles. Auf jeden Fall. Und dann eigenen Boden können wir. Ah, will ich machen, wenn wir nach oben können. So, Fundament braucht man nicht mehr. Das können wir hier jetzt auch noch nicht machen. So, eigene Treppe, Lochsäge. Plattform, offener Pavillon. Pavillon würde ich sagen, machen wir oben. So, Felsmann. Felspfad. Den können wir auf jeden Fall machen. Den würde ich aber unten machen. Das ist der von der Treppe hier. Ja. Von hier quasi beginnt. Sagen wir mal, der geht so. Ja. Ja. Bisschen so. Ich sagen, können wir anfangen, so zu gucken. Und hier. 162 Steine. Ach du Scheiße.
Ja. Sammeln wir die Steine, die wir hier finden, schon mal. Ich kann auch, glaube ich, nur 5 Stück maximal sammeln. Na, da sind wieder welche. Nein, da hinten ist ein Stein. Den brauche ich. Der ist mir wichtig. Hallo. So, noch ein Stein. Ich finde es cool, dass die hier ganz schnell spawnen. Steine sind cool, die spawnen schnell. Komme ich an dem ran? Ja, ich komme an dem ran. Mal wieder 5. So, hier fehlen nur noch 4. Da sind wieder Steine. Machen wir mal da vorne den Bereich schon mal fertig. Den können wir nicht mehr mitnehmen. Schade. Ja, das mit Steinen ist eigentlich geil. Letztes Stück ist fertig. Nice. Wir brauchen mehr Steine. Beziehungsweise mehr Steine Tragekapazität. Kapazität. Das ist dieses Wort. Komm. Der ist fertig. Nice. Den Trampelpfad schaffen wir auf jeden Fall noch. Mach doch. So, jetzt brauchen wir auch langsam wieder Licht. Ich glaube, Steine sind das Einfachste, was ich hier machen kann. Ah, dieses Stück ist fertig. Fehlen mir aber Steine. So, 2 noch für den Bereich. Da ist ein Stein im Stein. So, Steinchen. Die Steine spawnen hier echt gut. So, das Stück haben wir auch fertig. Nice. Gefällt mir, dass wir hier schon so einen kleinen Weg haben. Ist nur doof, dass wir nur 5 Stück gleichzeitig schleppen können. Wir machen hier weiter. Und ich habe wieder Durst und Hunger. Natürlich, was denn sonst? So, eine Limo. Siegel haben wir nicht mehr. Aber wir haben zum Glück noch irgendwo eine Schildkröte und ein Lagerfeuer. Schildkröte kann man echt gut essen. Die machen einen ordentlich so, auf jeden Fall. Komm schon. Endlich.
Kleiner Stein, okay. Kleine Steine braucht man nicht. Oder wofür braucht man die kleinen Steine? Wisst ihr das? Okay, das Stück ist fertig. Und hier noch. Auch einer. Kleiner Stein. Großer Stein. Und noch ein Stück fertig. Steine. So, wieder fünf. Wer war hier gerade? Da. Noch ein Stein. So, eins, zwei, drei, fünf. Okay, dann hier. So, den Steinweg, den wollte ich auf jeden Fall noch in dieser Folge fertig machen. Und dann können wir ab der nächsten Folge gerne wieder auf Erkundungstour unser Leben riskieren und hoffen, dass wir die Erkundungstour wieder überleben und nicht wieder verschleppt werden oder richtig getötet werden. So, das Stück ist fertig. Der Steinweg, der ist ja richtig leicht. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, so, wo kriegen wir diese ganzen Steine her? Aber die spawnen hier ja richtig im Sekundentakt wieder. So, da war. So, das Stück ist auch fertig. So. Boah, da ist eine Riesenspinne. Nein, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Einmal noch fünf. Dann haben wir das Stück Weg fertig. Nice. Können wir hier so entlang laufen, spazieren. Auch eine geile Idee wäre, ist so mit so diesen Schädellampen so ein bisschen zu schmücken, zu dekorieren. Was ich aber auch noch machen will, kurz vor Ende der Folge, da fertig machen. So, dann brauche ich jetzt wieder fünf Steine. Am Rand gab es auch ein paar, glaube ich.
Hier gibt es noch einen. Den kommen wir nicht mehr ran. Den kommen wir aber ran. Und den da. Steinstein brauchen wir nicht. Und wieder 5. So, noch dreimal Steine sammeln. Dann haben wir's. Ist auch krass, wie stark er außer Boost ist. Oh, wir haben 5 Steine gefunden. Fertig. So, nochmal ein Soda. Nochmal was zu essen machen. Jo. War ein Versuch wert. Komm schon, essen. Hunger. 948 Baumstämme. Das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal eine richtig schöne, lange Extra-Folge, die ich mache, die ich aufnehmen werde. Wir haben ja auch jetzt morgen schon Wochenende. Kann ich mir vielleicht ein paar Stunden Zeit nehmen, dann so eine richtig schöne extra lange extra Folge machen, wo ich das komplette Ding da oben auf ausbaue, so, und dann wird das euch vielleicht, ich weiß es jetzt aktuell selber noch nicht, aber vielleicht kommt das dann Sonntag oder Montag raus, die extra lange Folge, müssen wir mal schauen auf jeden Fall. Aber ich muss auch noch Cyberpunk aufnehmen, auf jeden Fall. Das ist ja auch wichtig. Hier für heute die Folge. Die habe ich jetzt auch schon fertig geschnitten und hochgeladen. Die müsstet ihr auch heute schon um 18 Uhr gesehen haben. Und was ich auch schon am überlegen bin, sobald ich mit Cyberpunk durch bin, schon, was ich als nächstes Let's Play machen möchte. Lasst euch überraschen, ich habe auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel entdeckt. Noch eine Schildkröte. Das ist auch ein geiler Spot für Schildkröten. Nice. Auf jeden Fall, jetzt haben wir 4 Fleisch wieder. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ciao.